Mission. Wo sind wir hier? Ich möchte vielleicht diesmal mehr oder weniger im Zentrum. Ich möchte nicht hier unten so im Wald. Ich hasse den Wald. Der Wald ist scheiße. Ich möchte im Zentrum, wo ich mein Schlachtfeld habe. Wie wird's geschrieben? Warte, ach, jetzt komme ich hier gerade nicht raus. Ich komme sofort mit meinem Cursor raus. Warte. 6 Sekunden, dann schreibe ich es im Chat. Ist auch im Steam Workshop. Ja, hoppala. Jetzt geht's aber hier. Die Kamera voll weg. DVD et Impera. Zu Deutsch teile und herrsche. Okay, wir haben ein paar Leute hier im Wald. Das ist gut. Was haben wir hier oben? Okay. Ja, muss man im Steam Workshop gucken. Das sind ziemlich viele Dateien, die du abonnieren musst. Das sind, glaube ich, weiß nicht, 6 bis 10 Dateien, die du abonnieren musst, damit du die ganze Mod hast. Ein bisschen over the top, aber wenn du mal installiert hast, macht echt Spaß. Macht das ganze Spielerlebnis ein bisschen realistischer, ein bisschen langsamer auch, ein bisschen taktischer. Ich versuche mich hier meinem Kollegen hier ein bisschen anzupassen, wo er hingeht, aber er jerkt da die ganze Zeit so rum. Was geht? Ein paar Spaß mit. We have drawn first blood. Okay, we have drawn first blood, das ist gut. Das heißt aber hier im Spiel nicht unbedingt viel. Was haben wir da oben stehen? Wenn ich jetzt wüsste, ob da irgendwo Bogenschützen sind, dann würde ich ja ein bisschen weiter vorgehen. Wo gehst du hin? Alles klar, wir tauschen Positionen, so wie es aussieht. Ist okay für mich. Okay, hier. Oh, 3 Gegner im Wald. Aber einer von uns geht auch rein. Und mein Kumpel, dem ich eigentlich vertrauen wollte, geht hoch. Alles klar. Hier, oh, jetzt zieht er sich jetzt komplett zurück? Nee. Jetzt wollen die hier durchbrechen, das lassen wir natürlich nicht zu. Und ich vertraue ihm jetzt, dass wenn ich dann nach vorne gehe, er mitkommt. Aber das ist. Vertraue niemals deinen Verbündeten. Die rechte Flanke ist safe. Die linke Flanke ist ziemlich umkämpft. Das heißt, wir müssen jetzt das Zentrum sichern. Komm mit nach vorne. Ja, wunderbar. Er kommt jetzt mit seiner Kavallerie rein, flankiert uns, aber hier, da, genau das wollte ich. Komm rein. Komm rein. Genau das war der Plan. Von vornherein. Und das meine ich. Du kannst auch mit mehr Leuten rein. Hier, da. Fang die ab. Sehr schön. Jetzt haben wir hier ein bisschen die Oberhand. Er versucht sich zurückzuziehen. Nice. Okay, hier bleiben. Schön, sehr schön. Okay, wir haben einen Spieler richtig hart reingenommen. Und den machen wir jetzt platt. Den machen wir jetzt ganz schnell fertig. Er hat da unten noch eine Kavallerieeinheit, aber die ist durch. Linke Flanke sieht ziemlich schlecht aus.
Rechte Flanke sieht gut aus. Er hat sich... Was? Hat sich da jemand durchgeschlichen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich durch die Wälder im Osten. Also, ja, Norden von der Karte so gesehen. Okay, wunderbar. Wir haben jetzt hier Kavallerie stehen noch so. Das ist ein bisschen schlecht, aber wir haben zumindest ein bisschen Flankenmöglichkeit. Das Zentrum sollten wir gewinnen. Ja, wir haben noch Verstärkung von hinten. Das heißt, selbst wenn wir da noch durchgenommen werden sollten, komm du da jetzt hin und charge. Komm. Rear Flank. Ja, nicht wirklich viel Damage. Du komm zurück. Und du charge hinten rein. Ah, schön. Wunderbar. Das hast du mich doch eben schon mal gefragt, in welchem Bundesland ich lebe. Ich lebe immer noch in Hessen. Ich weiß, die Welt von heute ist sehr schnelllebig. Aber so schnelllebig dann auch nicht. Ja, unsere Basis wird... Haben wir keinen mit Kavallerie, der da noch... Wo sind die durchgebrochen, frag ich mich. Warte, vielleicht durch den Wald im Norden? Bin mir nicht sicher. Schade. Es war ein sehr schöner Kampf im Zentrum. Aber irgendjemand hat sich irgendwo durchgeschlichen. Wahrscheinlich Kavallerie im Norden. Bin mir nicht sicher. Hey, Best Players, Armidas. Hey, so sieht's aus. So sieht's aus. Gucken wir mal, wie wir eigentlich abgeschnitten haben. Gut, also Zentrum lief eigentlich ganz gut. Corona Mortis killed the most enemy in a battle. Ah, leider nicht Stufe 3 geschafft. Schade. Erfahrungsmäßig auch nicht so gut. Oh ja, okay. Aggression definitiv sehr, sehr geil gewesen. Fast der doppelte Wert vom nächstbesten aus unserem Team. Gut, Verteidigung und Support diesmal nicht so viel. Trotzdem sehr gut.